Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Link to the Past. Wir befinden uns immer noch in dem Eispalast. Ich habe jetzt, eine Idee, wie ich diesen Dungeon fertig machen kann, denn ich hatte ja letztes Mal das Problem mit dem Stein, den man da irgendwie verschieben musste. Ich wusste nicht mehr genau, wie ich das machen muss. Ja, jetzt ist es mir wieder eingefallen. Ich bin natürlich wieder den kompletten Weg irgendwie zurückgerannt, muss jetzt also nochmal den kompletten Weg hinlaufen. Und ja, oh, hallo. Wo waren ja diese Viecher genau? Na, zack, sterbt. Geld, meins. Ja, wie gesagt, den ganzen Weg erst wieder zurücklaufen, um alles gerade zu biegen und dann den richtigen Weg nehmen. Oh, das Ding habe ich ja fast vergessen. Hopp, weg dich. Ja, genau, wie war das jetzt? Moment, musste ich jetzt dahin oder musste ich nicht? Ich glaube schon, ja. Ja, ich habe jetzt, ich mache es mir jetzt ein bisschen einfacher. Das letzte Mal habe ich da ja ein bisschen gefailt an der Treppe, weil die ist ziemlich nervig. Genau, jetzt sind wir nämlich an der Stelle, wo wir nicht weitergekommen sind. Denn hier ist ja der Schalter aktiviert, damit wir da nicht hinkommen. Und da drin befindet sich ja ein Schalter, beziehungsweise fast. Ich renne da jetzt einfach mal kurz dran vorbei. Ja, das Pfeifen nervt ein wenig. Wird sie aber gleich widerlegen. Genau, hier drin war der Schalter, den lege ich jetzt schnell um. Dann geht's wieder ab nach oben. Boah, es hat wieder geklappt. Hehe. ja. Moment, nein. Ich mach das mir einfach. Ich springe erstmal runter und hol mir wieder Feen, denn wir. Ja, komm, schneller. Hopp. Psst. Renne, wir haben keine Zeit. Wir haben ja ein paar verbraucht, oder haben wir welche verbraucht? Nein, aber ich habe kaum noch Lebenspunkte, also her damit. Alles meins. Meins, 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 meins. Dankeschön. Komm, zurück. Brauch meinen Endhaken wieder. Das ist cool. Ja, genau. Ja, wir kamen von oben, müssen wieder runter. Nein. Hä? Ich bin wirklich. Genau, wie ich bin ja runtergesprungen wegen Feen und so, damit das Pfeifen aufhört. Ich muss ja wieder nach oben durchrennen. Dann sehen wir, wir müssen hier auf die linke Seite und genau den Weg, den ich versehentlich gemacht habe, mache ich jetzt nochmal mit Absicht. Nur diesmal betätige ich keine doofen Schalter oder sowas. Und dann komme ich da auch hin, wo ich hin will. Ach nee, das war ja der Raum. Nein, komm, renn durch. Schalter. Danke. Und nach unten. Unten, unten. Ach, lass mich. Okay, das nervt. Lass mich da jetzt rein. Danke. Mann. Oh, wie ich diese Eisflächen liebe. Besonders, ich drück nach unten und der läuft nach links und nach rechts, wie er will. Das ist irgendwie nervig. Ich brauche echt mal einen gescheiten Controller, weil der ist ja nicht wirklich das Wahre. Wie gesagt, ich drücke nur nach unten, aber er läuft nach links und nach rechts, wie er will. Keine Ahnung warum, aber er macht es einfach. Ich glaube, er widersetzt sich mir einfach ein bisschen. Ah, genau, wo muss ich da jetzt durch? Ah, halt, erstmal. Hilfe! Eis! Stirb! Stirb, habe ich gesagt. Na komm. Du stirbst auch noch. Ja, lass mich da hin, lass mich da hin. Schalter. Boah, lauf. Au, genau in die Stachel. Und, ich schaffe es, ich schaffe es. Ich hoffe, ich musste da jetzt durch. Ja, genau, das war's. Wir müssen wieder in diesen lustigen Raum, wo wir erstmal runterfallen. Und, ja, komm jetzt, was ist denn los? Ich bin ja jetzt wieder mal nur am Failen hier, das geht mal gar nicht. So, lass mich alle in Ruhe. Ich will da durch. Dankeschön. Fing, fing. Haha. Diesmal habe ich es geschafft, ohne getroffen zu werden. Der Wahnsinn. Ich werde immer besser in dem Spiel. Ja, hier gehen wir jetzt nach links. Da rennen wir einfach mal ganz gekonnt durch. Ja, jetzt sind wir wieder in diesem Raum und ihr habt vorhin gesehen, ich stand auf der richtigen Seite, nur war der Schalter nicht aktiviert.
Jetzt habe ich keine anderen Schalter aktiviert, somit bin ich auf der richtigen Seite und der Schalter ist aktiviert. Der Wahnsinn. Man glaubt es kaum. Ich habe da wieder, ja, wie lange habe ich gebraucht? Halbe, dreiviertel Stunde, um das herauszufinden. Ja, aber erstmal das nervige Vieh mit dem Feuerstab weghauen. So, und dann können wir endlich diesen Stein hier runterschieben, springen hinterher. Das Ding weg. Steinchen draufschieben und wir kommen endlich weiter. Oh mein Gott. Wie gesagt, hat lange genug gedauert. Viel zu lange. Boah! Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Zack. Ja, genau. Man sollte auch treffen. Zack. Ich weiß immer noch nicht, was das für Viecher sein sollen. Ob das wirklich solche Dinger wie von, wie man es von Jahrmärkten kennt oder so. Mit den. Mit den Viechern da, wo man draufkloppen kann mit einem Hammer oder so. Keine Ahnung, ob das sein soll. Zumindest, ob das die Idee war. Moment, erstmal auf Karte gucken, was passiert. Genau, hier geht's jetzt nämlich zum Bossraum. Ich werde hier ein Safe State setzen und kurz die Aufnahme unterbrechen. Bis gleich. So, es geht weiter. Wir können mit dem Bosskampf starten. Es wird ein ziemlich, ich sag mal, lustiger Bosskampf. Ich mag ihn persönlich nicht so besonders. Aber, naja, man braucht dafür auf jeden Fall den Feuerstab, denn ihr werdet es gleich sehen. Er ist eingefroren. Und er macht ganz lustige Sachen, nämlich er schmeißt solche Frostbälle, die vierteilen sich nochmal und können einen treffen, deswegen muss man da immer ein bisschen aufpassen. Also immer schön zur Seite laufen, schön auftauen hier. Ich weiß gar nicht, kann man doch dagegen schlagen? Ne, kann man nicht. Also man muss hier wirklich mit dem Feuer arbeiten und deswegen braucht man auch die halbe Magieanzeige, denn wie ihr seht, ich habe mehr als die Hälfte verbraucht. Hier teilt er sich jetzt nochmal in drei Viecher auf. Die kann man ebenfalls mit dem Feuerstab, wenn ihr so viel Energie noch übrig habt, so besiegen. Danach müsst ihr leider mit dem Schwert arbeiten, aber ist auch nicht weiter wild, denn, okay, ich bin gleich tot, aber, ja, okay. Hier kommt die erste Fee. Wir haben ja drei Feen, Gott sei Dank, dabei. Aber, Gott, wann stirbt denn da mal einer? Ja, lass mich. Nein. Okay, hier ist der erste Tod. Der zweite Tod und zack, boom, der dritte Tod. Explosionsgefahr. Sprite Limit wurde gesprengt. Übelste Lex und so, ja. Bisschen übertreiben darf man doch auch mal. Ja, somit haben wir diesen Bosskampf auch geschafft. Der Eispalast ist hiermit abgeschlossen. Wir erhalten unser Herzteil und hier ist auch der nächste Kristall. Oh, epische Musik. Yay. Yay. Slikes, ich danke dir. Du hast mich aus den Klauen der Monster befreit. Kennen wir schon. Das Volk der Hylia verfügt über magische Kräfte, ebenso wie die sieben Weißen. Nur ging das Wissen um diese Kräfte im Laufe der Zeit immer mehr verloren. Selbst wir, die direkt von den Weißen abstammen, direkt nachfahren oder so, hätte ich jetzt erwartet, aber da steht, die direkt von den Weißen abstammen, verfügen nur noch über geringe Kräfte. Doch wenn sich der Mut der Ritter mit der Weisheit der Weißen verbindet, Weisheit der Weißen, okay, sind diese Kräfte so stark wie ehemals. Uns bleibt nur noch ganz wenig Zeit, bevor sich das Tor zwischen den Welten vollständig öffnet. Du musst Ganon bezwingen. Dann wird die Schattenwelt wieder zum goldenen Land und das Triforce stellt seine Kraft in den Dienst eines neuen Meisters. Wir vertrauen auf dich, Snikes. Hast du alles verstanden? Ja. Möge der Weg des Helden zum Triforce führen. Episch. Ding. Hehe. Mit dem neuen roten Schwert. Das schaut so cool aus. Hallo. Stirb, stirb, stirb. Kartoffel. Nein. Karte.
Wir haben jetzt hier rechts unten die Nummer 5 geschafft. Jetzt müssen wir nach links unten in der Karte, auf der Karte gedingst gehen. Tun, tut und da machen wir irgendwie weiter. Ich, ja, Zeitgefühl wieder komplett wie sonst immer. Auf jeden Fall gibt es noch ein paar Geheimnisse, die wir finden können, denn wir können ja jetzt die dunklen Steine auch heben. Ja gut, bevor ich da die Ocarina auswähle, sollte ich vielleicht an Land gehen, weil unter Wasser lässt sich schwer mit einer Ocarina spielen. Da kommen zwar ein paar Luftbläschen raus, aber keine genauen Töne. Denn wir müssen ein bisschen rumfliegen. Will ich da hin? Wo will ich hin? Nein, genau da wollte ich nicht hin. Hallo. Da wollte ich hin. Circa. Damit ich in der Nähe von dem Friedhof bin und so. Ja. Denn wir müssen zum Friedhof. Jetzt muss ich kurz gucken. Ja, gut. Ich schaff das schon irgendwie. Haha. Fing. Oh, reicht nicht. Hehe. Stirb, 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 stirb. Tja, mein Schild blockt das alles ab. Gott seid ihr Noobs. Naja. Ich glaube, ich sollte da mal ein bisschen die Klappe halten. Ich bin ja auch nicht gerade der Beste, aber ich bin gut. Hoffe ich doch mal. Ja, genau. Hier sind wir jetzt beim Friedhof. Hier können wir endlich die Steine wegräumen. Doch bei dem Grabstein ist es ein bisschen anders. Man kann den jetzt nicht auf die Seite schieben, sondern man muss den umrennen, um da reinzugehen, denn der klemmt ein bisschen. Gott, was war hier drin nochmal? Beziehungsweise, was muss ich machen? Nichts, ich muss einfach nur öffnen. Und hier haben wir den Zauberumhang. Trage ihn und du bist unsichtbar. Achte auf deine Magieanzeige. Genau, der ist wirklich lustig. Man kann jetzt hier... Flupp, ich bin weg. Flupp, ich bin da. Ich bin weg, ich bin da. Ich bin weg, ich bin da. Und wir links oben an der Magieleiste sieht, es zieht wirklich alle paar Sekunden eine ziemlich große Menge ab, deswegen muss man da immer ein bisschen vorsichtig sein mit dem, was man da so alles anstellt und so. Weg da, weg, oh Mann. Jetzt hast du mir ein Herz abgezogen. Ich glaub, du spielst... Ha, Herz. Bin wieder voll. ja. Genau. Mir fällt noch was ein. Ich weiß jetzt wieder, wie man die Kiste, die wir in der Schattenwelt irgendwo abgestellt haben... Ah, toll, danke. Öffnen können. Zumindest glaube ich, dass wir die so öffnen können. Jetzt muss ich nur erst wieder in die Schattenwelt gehen. Ich weiß auch nicht, ob die resettet wurde und wieder hier in dem Dorf ist. Auf jeden Fall gibt es überall auf der Welt einige Portale, wie ihr schon mitbekommen habt, die in die Schattenwelt führen. Hier gibt es noch einen. Den brauche ich jetzt, damit ich in der Schattenwelt bin. Ja, wir sind wieder in der Schattenwelt. Wie man an den Bäumen und den toten Hühnchen sehen kann. So, jetzt gucken wir erstmal, ob er wieder da ist, wo er auch vorher war. Oder ob er noch da ist, wo wir ihn abgestellt hatten. Weil das war schon ziemlich gut geraten von mir. Nur habe ich dann nicht weiter gewusst, wo der genau war. Doch ich weiß es wieder, weil er war auf jeden Fall in der... Mine und was ich auch vergessen hatte, weil das ist nicht umsonst hier so angeordnet mit den komischen Dingern. Die kloppe ich jetzt da einfach mal aus Spaß, weil ich es kann. Alle schön um, dass sie so platt gedrückt aussehen. Das gibt ein viel schöneres Muster. Ja, genau, schrei nur. Dir wird eh keiner helfen. Außer wenn ich es weitermache, dann kommen da ein paar mehr von deiner Sorte. Und tada! Ja, hier öffnet sich was. Und es befindet sich ein Herzteil drin. Somit haben wir 3 von 4 Herzteilen. Es fehlt also nur noch eines. Dann haben wir wieder einen Herzcontainer voll. Was natürlich auch supi ist. Ja. So ein bisschen und so. Achso, ja, ich war ja eigentlich hier wegen der Kiste. Komm, schneller.
Ich hoffe, die ist wieder da. Bist du da? Ja, sie ist wieder da. Kennen wir schon, ist verschlossen und folgt mir und ich darf nicht rennen, weil sonst ist sie weg. Aber wie gesagt, das letzte Mal habe ich sie ja in der Nähe von der Wüste abgestellt gehabt, die Kiste. Das war schon mal ziemlich gut geraten. Ja. Denn es gibt in der Wüste einen Dieb und Meister in Schlösser knacken. Der kann uns da sicherlich weiterhelfen. Komm, weg da, weg da. Oh Mann. Weg da, weg da. Oh Mann, die geben hier nicht mal ein Herz. Ich will ein Herz. Herz. Herz? Oh Mann. Seid alle gemein. Ich mag euch auch nicht mehr. Hallo, du Herz. Nee. Ihn auch gut, aber Herz besser und so. So. Auf jeden Fall müssen wir hier in die Richtung Wüste, Sumpf oder was auch immer das sein soll. Hallo. Oh, Geld. Hallo. Noch mehr Geld. Und ja. Wir benutzen hier einfach mal unseren Spiegel, weil wir es können. Oh, oh. Hallo. Oh, ja, ich sollte... Oh, okay, ich habe ihn schon angesprochen. So, du weißt also, dass ich ein gesuchter Dieb bin, der Schlösser öffnet wie keiner. Na gut, dann öffne ich dir eben die Truhe, aber versprich mir, mich nicht zu verpfeifen. Abgemacht? Versprochen. Danke! Denn hier befindet sich das vierte und letzte Fläschchen in dem Spiel drin. Somit haben wir alle vier Flaschen können, vier Feen, Tränke, sonstiges mitnehmen. Und ja, ich glaube auch, dass die Zeit rum ist. Ich habe die Geheimnisse gezeigt, die mir eingefallen sind. Ich weiß gar nicht, da fehlen immer noch zwei Items. Aber was waren das für welche? Auf jeden Fall fehlt da noch so ein Stab, so ein komischer. Aber wo ich den nochmal herbekomme, weiß ich nicht. Da müsste ich nachgucken. Aber das letzte Item dann? Ist das dann... Ja genau, das müsste ein Item aus einem von den letzten beiden Dungeons dann noch sein. Glaube ich, hoffe ich. Aber ja, das war's erstmal für diesen Part. Ich stelle mich mal neben den, weil es einfach... Na komm, nur ein Stückchen. Na, ja, so sieht das doch fast perfekt aus. Ja, das war's erstmal für diesen Part. Viel Spaß beim Gucken meiner Videos. Bis dann. Ciao, ciao.